allein sein und wie auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, man als Chance nutzen kann. Als ich durch meinen Transformationsprozess vieles loslassen musste und vieles verloren habe, wie Freunde, Kontakte, Bindungen, war ich total auf mich selbst zurückgeworfen. Jedoch war es wirklich das Beste, was mir je passieren konnte. Denn in meinem Schmerz, in meinem Verlassenheitsgefühl und dieser Angst, durch das ich gegangen bin, also durch diese Emotionen und Gefühle, dadurch habe ich meine Bedürftigkeit nach Liebe und Aufmerksamkeit geheilt und überwunden und kann jetzt wahrhaftig bedingungslos lieben, ohne mich wieder emotional abhängig zu machen oder mich selbst wieder total aufzuopfern, denn ich will mich nie wieder verlieren. Durch das Aktivieren der Selbstliebe in mir habe ich meiner Ganzheit zu mir selbst gefunden. Mein wahres Selbst außerhalb der äußerlichen Identifikationen, und interessanterweise ist der innere Kritiker zum Schweigen gekommen, aber dazu ein anderes Video. In dieser Zeit sind viele äußeren Ablenkungen, Außenreize weggefallen. Kino, Essen gehen, Disco-Party und so viele rebellieren dagegen an und wollen die alte Zeit zurück, anstatt diese Zeit für sich selbst zu nutzen, für die Transformation, für eine Bewusstseinserweiterung, die Heilung der alten Traumata und Verletzungen und dann die gesunde Eigenliebe in sich selbst zu aktivieren. Denn diese gesunde Eigenliebe ist die Basis für alles. Die Basis für bedingungslose Liebe, für Fülle, für Wertschätzung, für ein gesundes Miteinander. Weil wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich auch andere nicht wahrhaftig lieben. Dann ist das eher so eine Form von Helfersyndrom und Aufopferung. Und das ist weder gesund für dich noch für den anderen. Weil durch eine Aufopferung verlierst du dich selbst, vernachlässigst du dich selbst und nimmst den anderen seine Päckchen ab. Und seine Päckchen sind seine Lernaufgaben. Und wenn du sie ihm abnimmst, dann kann er sich nicht weiterentwickeln und wachsen. Diese Päckchen, die wir alle haben, die sind für unseren Wachstum entscheidend. Und diese Zeit sollte man vielleicht nicht nur als böses Schicksal betrachten, sondern vielleicht als Chance, in sich zu gehen und sich selbst zu finden, damit man irgendwann im Außen wahrlich dienen kann. Von ganzem Herzen, ohne Selbstaufopferung, ohne Missionieren, ohne retten zu wollen, sondern als Vorreiter voranzugehen, als Pionier zu inspirieren, zu strahlen, zu leuchten, damit sich andere inspiriert fühlen, dir zu folgen. Klar, es gibt Menschen, die auch wirklich Klartext brauchen, um aufzuwachen. Manche Menschen müssen ein wenig aufgerüttelt werden. Liebevoll und achtsam, aber dennoch ehrlich und authentisch, damit sie die Augen öffnen und hinschauen können. Vergleiche dich nicht mehr mit anderen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Der eine geht einen sanfteren Weg und der andere hat vielleicht die Aufgabe, mehr direkter und kämpferischer
zu dienen, um die Menschen aufzurütteln. Aber niemand ist dadurch besser oder schlechter. Jeder tut, was er kann und tut sein Bestes, wenn die Motivation dahinter Liebe ist. Orientiere dich nicht mehr an den anderen. Orientiere dich an deiner Seele, an deinem höchsten Selbst. Was du willst und was du erschaffen möchtest und auf diese Erde bringen und geben möchtest, um zu dienen. Du bist, wie du bist. Und das ist genau goldrichtig. Wir sind auch unter verschiedenen Sternzeichen geboren. Und jeder ist einzigartig. Diese Vielseitigkeit und Individualität ist eine Bereicherung. Immer diese Oneness, Oneness. Wir müssen alle gleich sein. Das werden wir nie schaffen. Wir sind nicht alle gleich. Wir können aber in einem gesunden Miteinander und füreinander uns ergänzen und das gemeinsam schaffen. Destruktiv wird es nur, wenn es Menschen nutzen, um sich über andere zu stellen. Im Alleinsein findest du dich selbst. Ja, es ist schmerzhaft. Fühle dich dadurch, Schritt für Schritt. Atme dich dadurch und reite jede kosmische Welle, indem du es annimmst und nicht dagegen ankämpfst. Versuche es nicht zu kontrollieren, denn diese Energiewellen dienen dazu, dass Menschen aufwachen und dass sie sich von ihrem Leid befreien können, um in die Freiheit zu gehen. Leider nutzen viel zu viele Menschen noch nicht diese Zeit für sich selbst und sind weiterhin einzig und allein auf das Außen fokussiert. Was passiert dort? Was geschieht da? Nach innen gehen, alle Kräfte zu bündeln und aus der inneren Mitte heraus wie ein Fels in der Brandung gestärkt nach außen zu treten, um zu dienen, um zu inspirieren. Das ist konstruktiver. Alles andere neigt dazu, destruktiv und zerstörerisch zu werden. Und ja, lieben Gruß an diesen Meckerkopf, der sich beschwert, dass meine Videos ja auch so anstrengend sind zu verfolgen und nur Bilder und Text. Sorry, aber ich bin, wie ich bin. Ich mache es aus meinem Herzen, um andere zu inspirieren und schenke kostenlos viele Impulse, Erkenntnisse und Erfahrungen auf meine ganz eigene, individuelle Weise. Ich liebe es einfach, gerade als Hochsensibler, mich über Bilder und Texte auszudrücken. Diese kreative Ausdrucksweise, das bin ich. Ich bin kein Mensch, der sich gerne darstellt. Also das brauche ich nicht mehr. Aber ich lasse mich nicht bevormunden und unangebrachte Angriffe werden grundsätzlich bei mir gelöscht. Zum Thema Rebellion. Natürlich ist es so, dass was du ausstrahlst, auch anziehst. Dazu braucht es keine großen Lehren oder Weisheiten. Denn das Leben ist Lehre genug. Schau nur raus, welches Umfeld du hast. Und dann weißt du, auf welcher Frequenz du bist. Und du hast die Freiheit, es jederzeit zu ändern. In welcher Community hältst du dich auf? Bist du unter Menschen, die sich gegenseitig bereichern, die wohlwollend sind, hilfreich, inspirierend? Oder bist du in einer Community, wo nur gemeckert wird, wo
wütende Menschen sich gegenseitig aufputschen oder ihre Emotionen hochschaukeln. Grundsätzlich Rebellion und Widerstand halte ich für eine gewisse Zeit sehr sinnvoll und gesund. Als ich dabei war, mich von allen Fesseln und jeglicher Übermacht von außen frei zu machen, ging ich durch eine Phase der Rebellion. Aus einer Unterdrückung heraus ist man dann erst einmal sehr kontrolliert und kämpferisch, weil man dann eine gewisse Grenze errichtet, wo niemand diese übertreten darf. Jedoch verteidigt man diese Grenze vehement und mit allen Mitteln. So war ich damals sehr allergisch darauf, wenn Menschen mich bevormunden versuchten und meinten, sie wissen es besser, was wirklich gut für mich ist. Und ich war dann im Widerstand jedem gegenüber, der mir praktisch blöd gekommen ist. Es war aber eine wichtige Phase für mich, die mich gestärkt hat, damit ich überhaupt zu mir stehen konnte. Aber es ist auch wichtig, irgendwann diese Phase der Rebellion zu verlassen, nach innen zu gehen und dort zu beginnen zu heilen und aufzuräumen von innen heraus, damit man auch mal im Außen aufräumen kann. Ich habe die Kontrolle losgelassen und aus meiner inneren Mitte heraus bin ich achtsam und weiß, wo ich Grenzen setze und wo es besser ist, einfach wegzugehen und das unreife Verhalten mancher einfach zu ignorieren. Wie hat jemand so schön gesagt? Löschen, blocken und weiter rocken. So sehe ich auch Parallelen zu dem, was im Kollektiv los ist. Viele Menschen erwachen und befreien sich aus der Unterdrückung und sind im Widerstand. Gut so. Genau richtig. Achte aber bitte darauf, dass aus dieser Rebellion keine dauerhafte Ego-Trotzphase bleibt, wo man alles bekämpft, was nicht mit der eigenen Meinung synchron ist. Nutze diese Zeit für dich. Lerne dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Gehe durch diesen Schmerz hindurch und fühle alles, was in dir ist. Sei wie ein liebevoller Vater oder wie eine liebende Mutter, nährend, aufbauend, stärkend, fürsorglich und beschützend. Dann brauchst du auch niemanden im Außen, der deine Bedürfnisse erfüllt, weil du es selbst kannst. Dann kämpfst du auch nicht mehr im Außen, weil du deine inneren Konflikte gelöst hast. Fühle es, liebe es, was weh tut, was schmerzt, was unangenehm ist. Liebe Seele, gehe durch diese Angst hindurch. Liebe dein inneres Kind, welches sich vernachlässigt fühlt. Tue dir nur Gutes und nichts, was destruktiv ist und dich runterzieht. Nutze die Zeit für deine Entwicklung. Du wirst gebraucht. Jede erwachte Seele ist ein weiterer Lichtfunken, welches das morphische Feld durchdrängt und erleuchtet. Ich bin, wie ich bin. Und ich stehe zu dem, was ich tue. Ich werde mich nicht mehr verbiegen. Alles Liebe, Shaya.